Hallo und herzlich willkommen zurück in den Königreichen von Amalur, wo drei wackere Recken... wo zwei wackere Recken sich aufmachen, den Sarkophag des letzten Primos zu plündern. Eine Schandtat ist das. Und wir nehmen Arkes Reif. Dort. Dies ist das Artefakt, nach dem ihr sucht. Arkes Reif. Indem ihr ihn an euch nehmt, wird Arkes Grab zu einer leeren Gruft. Lasst uns gehen. Anorkatos hatte seinen Spaß mit mir. Und es gibt nichts mehr, was ich noch plündern ließe. Warum seid ihr so zornig? Wir wissen es doch, warum. Es ist nichts, was ich mit euch teilen sollte, Berufene. Eure Zeit ist zu kostbar dafür. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, hatte sie was mit... Guck mal, sie sieht auch traurig aus, so ein bisschen. Ich dachte immer, allein das Werk der Götter könnte mich jemals in Arkes Gruft führen. Ah. Doch nun bin ich hier. Auf Geheiß von Anorkatos hin. Eines Wesens aus Fleisch und Blut. Ich kann nicht. Ich werde nicht. Selbst nach all diesen Jahren hat er seine Boshaftigkeit noch nicht abgelegt. Er weiß, dass ich seinem Befehl Folge leisten muss. Entschuldigt meinen Ausbruch. Es kann schwierig sein, seine Überzeugungen aufzugeben. Aber wir müssen es tun. Es muss sein. Seine Boshaftigkeit? Was denn mit seiner Boshaftigkeit? Erzählt mehr. Mann, ich will mehr wissen. Naja. Bringt den Reif zurück zu Anorkatos. Er wird sicherlich bereits auf euch warten. Ich habe fast das Gefühl... Nun denn. Ich habe fast das Gefühl, wir haben den Untergang soeben heraufbeschworen. Und der Anorkatos wird diesen Untergang über diese Welt hier bringen. Ist fast, tut mir nicht nur fast ein bisschen leid, sondern tut mir tatsächlich leid. Und eigentlich haben wir noch eine Aufgabe, die uns weit nach oben führen muss. Wir sind jetzt auf einer Ebene mit der Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Na los, hops. So, die Elfen haben wir auch besiegt. Das war ja ein ganz toller Überraschungsangriff. Da bin ich ja... Hui. Nein! 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 Inventar ist voll! Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Und es sieht so aus, als würden wir gleich noch ein Besüchli kriegen dort unten. Ach, noch ein paar Plünderer. Na, das ist ja... ganz... Nein! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Hallo? Das hier wollte ich machen. Was werde ich? Ein Scheiß werde ich bezahlen. Ich habe ja Rabatt, Junge. Ich glaube, den hat's geschmissen. Euer Inventar ist voll. Ursprüngliche Dolche. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen was. Ach, als Plunder definieren. Da müssen wir wieder löschen. Zu Plunder hinzufügen. Primitives Stahlgroßschwert zu Plunder hinzufügen. Primitive Stahldolche zu Plunder hinzufügen. Zurück. Zurück. Plunder. Alle zerstören. Ja. So. Na toll. Nein. Ich meine natürlich, nein, doof. So, zu Plunder hinzufügen, so eine Kacke. Sekundäre. Ach Quatsch, was mache ich denn? Rüstung wollte ich gucken. Primitive, zu Plunder hinzufügen, zu Plunder hinzufügen. Primitive, zu Plunder. Primitiv ist immer gut. Können wir alles zu Plunder hinzufügen, da haben wir ein bisschen Platz. Zurück, zurück. Oh, Inventar, Plunder. Alles zerstören. Ja. Tut mir in der Seele weh, aber... mehr täte es mir weh, das hier alles zurückzulassen.
So, wo geht's denn? Wo geht's denn jetzt weiter? Hier? Ja. Ich frage mich, woher das Wasser kommt, das hier immer runterfließt. Das fließt doch alles ab. Da kann doch nicht unendlich Wasser da sein. So, von da oben sind wir von da gekommen. Nee, wir sind runtergesprungen. Aber nicht von hier, ne? Ich bin mir jetzt unsicher, von wo wir jetzt... Nee, von hier können wir nicht gekommen sein, weil da gleich wieder Monster drin warten. Und das hier sieht auch ganz anders aus als das, wo wir gerade waren. Au, du kleiner Mistgeburt. Boah, jetzt kommt noch eine Riesenratte angeschissen. Na, das finde ich auch nicht so gut. So. Jetzt haben wir es hoffentlich mal. Die Herrschaften dürfen sich gerne beruhigen. Es wird gespeichert, wie es aussieht. Ja, sehr gut. Eieieiei. Ehrlich gesagt will ich den Reif gar nicht nach oben bringen. Ich habe das Gefühl, das war keine gute Idee. Wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist harmlos ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, das wird tatsächlich der Anfang vom Untergang sein. Und deswegen wurden wir auserwählt. So, die weißen Klamotten lasse ich mal einfach in den Kisten liegen. Die brauchen wir letzten Endes ja eh nicht. So, das Problem ist einfach nur, die blinken dann trotzdem und man fällt ab und zu wieder drauf rein, weil man denkt, man hat was vergessen. So, Litaneien nehmen wir mit, auch wenn die Inventarplatz belegen. Ich muss mal gucken, wie man die anwendet, das weiß ich momentan noch nicht. So, und es sieht so aus, als kämen wir jetzt hier langsam... wieder zurück auf die Höhe, wo noch das letzte Ding auf uns wartet. Wir laufen hier also quasi einmal im Kreis, wie es aussieht. Bevor wir da runtergehen, gucken wir natürlich hier nochmal ganz kurz um die Ecke. Da wächst noch ein Blümelein. Das pflücken wir voller Inbrunst. Und jetzt hoppsa. Das war doch so klar. So, das waren die Herren Elfen, die allesamt Schrott mit dabei haben. Ach nee, Sativa-Fasern. Die kann man mitnehmen. Keinen falschen Schritt. Erfrierung, das sah auch gut aus. Sah aus wie ein sehr solides Schwertchen, aber jetzt düsen wir erstmal weiter und ich habe echt das Problem, dass wir bald wieder was eintüten müssen bei uns. Hoppsa. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Orientierung mehr. Hallo Angriff. Nicht? Ich habe gar keine Orientierung mehr, wo wir sind oder wo wir hin müssen. Hier geht es nicht wirklich sonderlich weit. Da drüben wäre noch ein Weg, aber da kommen wir natürlich nicht hin. Es sei denn, wir würden spontan fliegen lernen. Ich frage mich, warum die Elfen hier alle rumhängen. Oh, da oben haben wir Pilze vergessen. Nein, das werde ich mir nie verzeihen. Wir müssen den ganzen Weg nochmal gehen. Ich drücke immer die 7 statt die 6. Was? Ihr könnt mich nicht verletzen. Ach so, das wusste ich nicht. Dann kann ich ja ruhig reinschlagen. Das macht euch ja nichts. Ja gut, der ist jetzt... Wie liegt sie denn da? Also bitte. Komm ich da? Kann ich da vielleicht mal... Oh, ein Fuß. Ein großer, stinkender Fuß.
Und da sehe ich tatsächlich den Einwurfschlitz unterm Rock. Aha, da kann man also eine Kreditkarte durchziehen. Das war jetzt aber hocherotisch. Das wird das Let's Play ganz weit nach vorne bringen und das Inventar ist schon wieder voll. Scheißendreck. Accessoires. Gegenstände. Briefe. Hier haben wir Geschichte der Kolossal 1, haben wir viermal. Das heißt, wir können es dreimal zu Plunder hinzufügen. So, dann haben wir, also, ja, wir gehen dann langsam auf dem Zahnfleisch. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Scheißendreck. Ja, okay, wir müssen es liegen lassen, es hilft nichts. Das heißt, wir werden jetzt ein paar Penunsen verlieren. Na, wie viele Plünderer laufen denn hier hin? Na, holla die Waldfee. Ah, und da oben kommen wir dahin, wo wir hin müssen, wie es aussieht. Aua, hat er noch geschafft. Ich dachte, ich schaff's noch. So, nur noch eine übrig. Und wir kriegen sogar einen Stufenaufstieg kredenzt. Ich freue mich sehr. Es lohnt sich also doch, hier unten rumzulaufen. Hallo? Okay. Huch, das wollte ich gar nicht. Stufenaufstieg machen wir natürlich auch. Machen wir natürlich auch gleich. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken. Waffen, Primäre, was haben wir denn da? 70, 68. Ich schmeiß mal 49. Das billigste weg. So ein Azurit-Langschwert haben wir ja auch schon tausendmal. Ich weiß überhaupt nicht, ursprüngliche Dolche. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich hiervon weglegen soll. Die Dolche sind schnell. Komm, pass auf. Hat zwar eine Fassung, aber ich verliere meine gerade, wenn ich das jetzt nicht mache. So, alle zerstören. Nein, alle zerstören. Ja. So, die blauen Waffen werden mit Sicherheit mehr wert sein, das heißt... Da müssen wir auch schon abwägen. Hatten wir hier schon? Nee. Sind ja vier diesmal. Hier hatten wir aber schon, ne? Oh! Aber kein Dingens. Scheiße. Das wird langsam echt... Scheiße. Versengender Hammer. Soldat des Chakrams. Ja, komm. So Plunder hinzufügen. Zurück. Alle zerstören. Ja, ich möchte die Dokumente... Ich weiß, ich könnte die Dokumente alle wegschmeißen, aber das will ich auf gar keinen Fall. Denn ich möchte die auf jeden Fall bei uns in der Kiste archivieren. Da bin ich zu sehr Rollenspieler, als dass ich die einfach wegwerfe und nur die Waffen mitnehme, um die zu verkaufen. Das möchte ich nicht. Deswegen bitte ich da um einen leichten Anflug von Verständnis für meine Situation. Meine traurige. Oh, wir haben ja Stufenaufstieg. Aber ist ja nicht so wild. Wo kommen wir denn hier hin? Ah, hier sind die Pilze, die wir vorhin noch gesehen haben. So, und wenn wir jetzt hier runtergehen, dann kommen wir natürlich nicht mehr hoch. Wir sind hier und kommen dann da zurück, wo wir schon waren. Wir müssten aber hier zum Absprungpunkt und können uns das Ding dann holen. Okay. Haben wir zumindest mal den Weg erforscht, das ist auch mal ganz gut. Und dann haben wir eigentlich die Kanalisation soweit auch schon durch. Was mich ein bisschen freut. Ich freue mich immer, wenn wir hier was abschließen, weil es hier so viel... Weil es hier so unglaublich viel Content gibt. Aber vorher natürlich gibt es noch ein paar Riesenrädchen. Ein Tour-Riesenrad-Syndrom. Das sind drei. Bitte schwimmen. Ah, ich meine natürlich, hey. Ich sagte, das waren drei. Nee, ach, da kommen welche von da drüben. Tja, da fliegt sie weg.
und weiß nicht, wie ihr geschieht. Hier war sonst nichts, ne? Da hätten wir ja was gesehen. Ach, hier eine Truhe. Oh, weia, oh, weia. Oh nein, willst du nicht? Du willst mich doch... Och, das ist doch gemein. Die hätten wir alle so schön verkaufen können. Das ist doch gemein. Ich brauche ein Portal, ein Portal, wie bei Diablo. Verdammt. So, ein paar Pilze, dann kommen wir zum Absprungpunkt, dann kommen wir schließlich auch dahin. Ach du heilige, was? Was? Na, ist ja zum Glück nicht übertrieben. Ja, ich sag dazu gar nichts. So, sonst haben wir hier nichts, oder was? Guck mal da, sind überall wieder Pterixe. Riesenratte, aber da waren wir ja eigentlich auch schon. Ich weiß gar nicht, wie die da wieder hinkommen. Wir haben jetzt alles einmal umrundet. Oder sind wir hier gleich darum, statt darum? Seltsamer Mann. Verdammt! Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt war nicht... Scheiße. Geheimtür haben wir auch nicht geholt. Kanalisationsleiter, aber wohin? Kanalisationsleiter, das müsste die Tür zu dem Dingens sein. Zu dem Anführer sozusagen. Wir machen mal den Stufenaufstieg, dann gucken wir mal. Ich möchte hier noch gerne, was haben wir denn? Erhöht die Menge an Gold, das haben wir schon aktiviert, ne? Sieht zumindest so aus. Fallen werden auf der Umgebungskarte angezeigt. So, dann haben wir das auch schon mal. Fallen werden angezeigt, das finde ich sehr famos. Und dann gehen wir mal, bei Macht könnten wir auch mal langsam wieder gucken, aber wir haben bei Zauberkraft einfach noch zu viel Krams. Kettenblitz, Sturmbolzen, lalalala, Schockschaden. Häufiger überspringt. Eisbarriere. Feuert eine breite Salve aus Eisscherben in die Luft, die dann auf deine Feinde niedergehen und sowohl Eis- als auch Einfrieren Schaden verursachen. Das ist auch sehr nice. Muss man mal sagen. Sturmbolzen. Ein Ausbruch. Lalalala. Das ist ja unser liebster Sturmbolzen, den wir ab und zu benutzen. Den brauchen wir jetzt momentan nicht. Ich möchte gerne mal ganz kurz gucken. Hier. Beschwöre einen Vergotter. Kästen. Bla. Nächste Stufe. Plus 10% Leben und Gesamtschaden. Würde ich gerne nochmal den aufleveln. Der gefällt mir nämlich sehr gut, der Kumpan, den wir da haben. Der ist sehr sinnvoll. Und den Eisregen würde ich gerne einfach mal ausprobieren. Den Kettenblitz können wir eigentlich noch hochleveln und machen dann später Sturmwind. Um Blitze aus dem Himmel herabzurufen, die auf alle Gegner in der Nähe niedergehen. Das finde ich sehr gut. Da können wir hier eigentlich mal auf 6 von 6 gehen. Oder nee, wir leveln erstmal den hoch, komm. Weil wir den so gerne haben und den auch gerne nutzen. Ich bleibe Kampfmagier. Nun denn. Diese Leitern, ich weiß gar nicht, wo die hinführen, verdammt. Da war auch noch eine Geheimtür. Ich kacke ins Essen. Aber wir sind eh voll. Die Geheimtüren bringen uns momentan nichts. Wir müssen später nochmal hier nach unten wieder zurückkehren. Nach Idylla. Von diesem Ort aus ist keine Schnellreise möglich. Na, das ist natürlich super. Dann gehen wir in die Kanalisation. Da haben wir noch ein Stück ausgelassen. Das ist natürlich blöd. Wir müssen also nochmal wieder zurückkehren. Ich dachte, wir nehmen das mit einem Abwasch alles mit. Aber leider ist das so offenbar gar nicht möglich. Das ist natürlich doof. Doof. So, wo kommen wir hier hin? Einfach nur Kanalisationsleiter. Da hinten haben wir aber, glaube ich, irgendwas noch nicht abgesucht. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht, hat man da hinten eine Gegend. Genau, da sind wir hingelatscht, aber dann doch zurückgelatscht, weil wir erstmal hier gucken wollten. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir hier noch den blinden Passagier. Den müssen wir noch abgeben. Verloren in der Kanalisation, der Schlachtruf. War es das? Halt, Gebietskarte. Die Belohnung einfordern. Okay, ach, hier haben wir noch Elfe, tralala. Und ein Bewohner Idyllas, ein südliches Steinmal. Irgendwo war doch hier noch zu Anorkatos zurückkehren. Da waren die Stachelfalle, Gleitklinge, lalala, da kamen wir so nicht hin. Bewohner Idyllas, hier ist noch eine Elfe. Gemmenschleifadar, Alter, Bewohner Idyllas, lalalala, Kanalisationsleiter, lalala. Da unten haben wir auf jeden Fall noch eine Menge unerforscht, wie es aussieht. Hier sind wir dann, glaube ich, nicht mehr hin.
angemessener Ort für euch. Du bist aber nur ein Bewohner, ne? Ja, natürlich. So, das haben wir. Ich würde gern die Sachen verkaufen. Ich traue mich nicht, hier noch weiterzulaufen, weil wir natürlich... Ja, wir sind voll. Aber andererseits müssen wir jetzt auch mal drauf scheißen, fürchte ich. Na, ich dachte, ich schaff's noch. In den Arsch! Du scheiß Brathähnchen! So, hier haben die... Ich werde gleich meinen Satz zu Ende bringen. Da ist hier eine Leiter noch irgendwo. Hier haben die T-Rexe also ihre Quartiere. Das sieht schon ziemlich cool aus. Und wir haben da noch was anderes gesehen. Ich erinnere mich, wo wir dann auch nicht weitergegangen sind. Also Quartiere ist gut, hier haben die ihre Nester. So weit oben, alter Schwede. Aber ist schon ziemlich geil, muss man einfach mal sagen. Na gut, die Eier, den Eiern können wir eh nichts tun. Das heißt, wir laufen einmal durch. Da hinten ist noch eine Tür. Ich frage mich, wir haben noch eine Sache noch nicht gefunden. Eine Sache fehlt uns doch noch für diese komische Sammelquest. So, hier gibt es Kräuterlies. Ist ein bisschen hoch hier oben. Bist du ein Kräuterli? Nein. Hoppa! Ich will auf jeden Fall noch nach unten die Geheimtüren öffnen. Und auch noch das andere Gebiet mit dem seltsamen Mann. Das würde mich nochmal interessieren, wer der seltsame Mann ist und was er wohl von uns wollen könnte. Ach. Na, sieh mal einer an. War eine schöne Rundreise. Ich habe gerade überlegt, ob ich da vielleicht einfach mal so hingehe zum seltsamen Mann. Aber ganz ehrlich, die Geheimtüren, das lohnt sich nicht, wenn wir da jetzt mit vollen Taschen die Geheimtüren öffnen. Das bringt einfach nichts. Ach, ist eine Kacke. So, die Spinnen sind immer noch tot. Ich guck mal ganz kurz, kann ich von hier aus vielleicht wieder, kann ich von hier aus wieder zurückreisen? Guck mal, hier unten sind wir irgendwo. Die Stadt ist hier und wir sind hier unten, also ganz irgendwo anders, als die Stadt eigentlich ist. Keine Schnellreise möglich. Natürlich nicht. Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig als... Wir könnten nochmal diese komischen Teleport-Gebietsdinger versuchen, aber ich glaube... Ich weiß überhaupt nicht, wo die sind, ehrlich gesagt. Zum Glück sind hier über Leitern. Die Spinnen haben die wahrscheinlich aufgestellt. Das ist sehr nett von den Spinnen. Und bevor ich den Reif zurückgebe, würde ich, glaube ich, auch eher die Sachen verkaufen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, denn ich habe ein bisschen immer noch die Befürchtung, sobald wir den Reif zurückgeben... Wo geht's da hin? Da kommen wir irgendwo raus. Türschwelle des Primus. Ah ja, sehr gut. Da können wir schon mal hoch und dann vom Primus aus zum Markte gehen. Hier ist die Kanalisation, das können wir uns merken. Wir gehen die Treppen runter und auf der linken Seite müsste, glaube ich, soweit ich mich entsinne, der Markt sein. So, dann wollen wir mal unseren Krempel verkaufen. Was wir natürlich erst in der nächsten Folge machen. Und bevor wir den Reif zurückgeben in der nächsten Folge, werde ich auf jeden Fall nochmal kurz in die Kanalisation runter. Wir wissen ja jetzt, wie wir da hinkommen. Das geht, glaube ich, relativ zügig, wenn wir vom Primus ausgehen. Und dann steigen wir nochmal ganz unten hinab, nehmen die beiden Geheimtüre und knüpfen uns den seltsamen Mann vor. Und dann geben wir den Reif beim Primus ab und harren der Dinge, die da kommen. Ich habe ein bisschen Bammel, dass dann eventuell Exodus über uns hereinkommt. Schauen wir mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.